So, herzlich willkommen hier zu unserem Talk. Hier, da wäre ich über Namens- und Identitätskonzepte, die eben im 21. Jahrhundert auf jeden Fall überdacht werden müssen. Im Voraus möchte ich sagen, die ersten Folien, die kommen, die sind relativ klar. Das sind auch einige Dinge, die Tante schon in seinem Vortrag auf der SIGINT erläutert hat. Die werden wir ein bisschen schneller durchgehen. Wir haben hier nicht so viel Zeit. Mit anderen Worten, wir haben steile Thesen mitgebracht und die sind weiter hinten und wir wollen euch nicht endlos jetzt mit Namenskonzepten nochmal Wiederholungen bringen. Tantes Vortrag gibt es im Archiv und ansonsten haben wir hier das in die Folien, das heißt, ihr könnt es auch nachlesen. So, what's in a name? Genau, what's in a name? That which we call a rose by any other name would smell as sweet, wie Shakespeare es so schön gesagt hat mit der Julia. Ja, und darüber können wir streiten, denn zum Beispiel die Werbung würde sagen, das kommt aber ganz drauf an, wie wir die Rose nennen, ob wir das noch so super attraktiv finden. Und da fangen wir Genau. schon an, Name und Identität. Genau, da haben wir hier zwei Männchen, die sind also sowohl als auch. Also ein Name dient erstens zur Benennung und zur Unterscheidung von Menschen. Also ein Mensch braucht einen Namen, um sich auch zu identifizieren. Hier Kevin, Jaden, Ali, Häberle, Sojara. Und er braucht einen Namen, damit er auch sich selbst identifizieren kann, damit er weiß, wer er ist. Vielleicht auch, wo er herkommt. Er kann seine Familie auch von ableiten. Und dann gibt es dann noch weiter auch einen Namen, der eben Herkunft, Geschlecht, Familienstand, soziales Standing. Da sieht man Dr. Sophie von Hohenlimburg. Da könnt ihr euch eher in etwas anderem. Macht ihr einen Ringtone daraus? Genau, und da kann man eben auch sehen, was für Unterschiede Namen machen und was man sich dann für einen Menschen dahinter Also wichtig vorstellt. ist bei der Folie die Benennung und Unterscheidung. Es bezieht sich jetzt nicht auf die Namen, sondern es sind einfach nur zwei Funktionen und zwei Namen. Also bitte die Folie jetzt nicht als Gegenüberstellung lesen. Das wäre doch sehr irreführend. So. Ja, hier habe ich ganz kurz aufgeführt, was verschiedene Nyms es quasi gibt. Also vom anonymen ohne Namen bis zum sehr schwierigen Begriff Klarnamen. Da kommen wir später drauf. Also, womit wir uns heute beschäftigen, das ist zum einen mal autonym, das ist der Name, den du dir selbst gibst, und den bürgerlichen Namen oder Passnamen, wir sagen auch Behördennamen, weil das der einzige ist, den die Behörden akzeptieren. Genau, Konzept des echten Namens, wie Tante es schon gesagt hat in seinem Vortrag, da wird eben Seriosität damit ausgedrückt, es ist der gute Name amtlich erfasst und er ist passiv von den Eltern erhalten. Und das ist auch der, der immer gemeint ist, wenn es heißt, mit offenem Visier kämpfen. Also das heißt, dieser Name ist derjenige, der eben diese Authentizität hat. Also der auch gern zur Authentifizierung benutzt wird. Wir wollen jetzt gleich gucken, wie viel Sinn oder Unsinn das ergibt. Genau, hier auch ganz kurz, das könnt ihr auch später in den Folien nachlesen, weil wir das nicht so lange einblenden. Der Vorname ist eben ausgewählt von den Eltern. Der Nachname, der ist also selbst von Eltern erhalten und wird tradiert weitergegeben. Da sind meist auch historische Bezüge drin. Das, zum Beispiel der Name Müller war irgendwann irgendjemand in einem Dorf, der tatsächlich eine Mühle hatte und ein Müller war. Dazu gibt es dann noch Titel. In Deutschland ist der Doktortitel auch Teil des Namens und dann die Namenszusätze wie Diplom-Ingenieur oder ein Amts- oder Mandatstitel, wie einige von euch das auch kennen. Die sind aber nicht Bestandteil des Namens. Genau, hier die Anreden. Da hat man eben die Titel und besonders interessant ist es, wenn man Namen auch auf der Metafunktion hat. Zum Beispiel in Erzählungen oder Witzen, da redet man von Herr Doktor, Herr Doktor und man stellt sich aber genau dann eine Person vor, die in einer Praxis sitzt, weißer Kittel und der bekannten Arbeit nachgeht. So, wir haben dann bei Namenswechseln eigentlich nur eine recht eingeschränkte Variante, die wir für diesen Hauptnamen akzeptieren, also was auch die Behörden akzeptieren. Das sind in der Regel Heirat, Scheidung, Adoption. In Deutschland etwas schwierig, in anderen Ländern weniger, Immigration bzw. die Einbürgerung. Denkt zum Beispiel dran, USA, die Auswanderer, die ihre Namen
dann eben den entsprechenden Sprachraum angepasst haben. Genau, und wie die Familie Eisenhower, eben Deutsch von Hauen und dann Eisenhower mit Y in den USA daraus wurde. Ja, und dann eben noch übergangenen Adelstand und Ähnliches. Genau, hier haben wir ein Beispiel, die berühmte Madame de Pompadour, die früher einfach Jeanne-Antoinette Poisson war und dann diese ganzen Titel bekam als Geliebte des Königs. So, heute haben wir noch einen weiteren Aspekt bei Namen. Namen werden immer wichtiger auch als Marke. Das heißt, im geschäftlichen Bereich Autoren, die das zum Beispiel auch verwenden, um in verschiedenen Genres arbeiten zu können, ohne den Verlag wechseln zu müssen. Dass sie dann zwei verschiedene Namen verwenden, bei selbstständigen Schauspielern wird der Name auch meist beibehalten, auch wenn die heiraten, einfach weil es als Wiedererkennungseffekt auch da ist. Für die eindeutige Identifikation von Personen bieten sich eindeutige Marker an, die nicht unbedingt Namen sein müssen. Also ich habe es zum Beispiel geschafft, ich habe nicht so viele Leute, die jetzt so heißen wie ich. Es gibt ein paar, mit denen habe ich im Netz schon öfter Verwechslungen gehabt. Jetzt habe ich es geschafft, in den gleichen Wahlkreis wie eine Namensvetterin zu ziehen. Das gehe ich mal davon aus, die hat ein paar interessante Fragen gekriegt. So, ja, der Name hat viel mehr Aufgaben zu erfüllen und genau diese sozialen Aspekte, die an Namen dranhängen, mit denen wollen wir uns heute besonders beschäftigen. Genau, und es gibt Probleme mit dem deutschen Namensrecht, wie einigen Piraten wahrscheinlich schon aufgefallen ist. Den Namen in Deutschland zu ändern ist schwer, es ist eine Permissionskultur, man muss aufs Amt gehen, darum bitten, den Namen zu ändern und dann der Standesbeamte kann dann eben entscheiden, darf ich das ändern, darf ich das nicht ändern. Die Gebühren fallen sehr unterschiedlich aus zwischen einem geringen zweistelligen Bereich, aber es kann auch ins vierstellige reingehen für eine Namensänderung. Auch bei Vor- und Nachnamensänderungen gibt es da verschiedene Regelungen. Man sagt im Rechtsdeutsch, es müssen wichtige Gründe sein. Also jemand, der Goebbels heißt, kann sehr schnell seinen Namen ändern. Während es bei Migranten zu erheblichen Problemen kommt. Gut, aber sagst du vielleicht gerade noch was zum Namensrecht in Großbritannien, weil das auch eben ja, für uns vielleicht auch interessant ist, in Großbritannien geht man hin und füllt ein Formular aus, das heißt Deed Poll. Das ist nach dem englischen Gewohnheitsrecht Common Law, füllt man das aus und sagt, ich vormals vielleicht Kevin Justin Dustin Meyer, heiße jetzt Oliver Meyer und lege meinen Namen unwiderruflich ab. Gibt das denn Amt? Und man, also dabei, während man das Amt, es dem Amt gibt, ist man selbst sozusagen die exekutive Person. Nicht das Amt führt diesen Rechtsakt aus, sondern ich als Bürger selbstbestimmt. Das darf man ab 16. In den USA ist das recht ähnlich. Ja, genau, die Wahlfreiheit, Fehlanzeige. Es gab also dieses Jahr Verwaltungsgericht Göttingen, Aktenzeichen steht da, eine Migrantenfamilie, die ihren Namen eindeutschen wollte. Das waren Asylanten. Und die wollten sich integrieren. Wir sind in Deutschland, so wie man das auch aus Geschichten aus den USA kennt. Wir wollen hier in diesem Land ankommen, wir wollen hier leben, arbeiten, uns sozialisieren. Da gehört auch der Name dazu. Dieses Gericht in Göttingen sagte, nein, es wären Herabsetzungen nicht auszuschließen, aber gesellschaftliche Probleme, da hätte das deutsche Namensrecht nichts mit zu schaffen, haben wir nichts mit zu tun, ihr müsst so heißen, wie ihr heißt. Und ja, da ist eben die Frage, ob wir da eben auch politisch mal dran wollen, dass bei Einbürgerung eben die Möglichkeit besteht. Es geht nicht darum, dass das ein Zwang sein sollte, also dass da keine Missverständnisse aufkommen. Aber wenn jemand den Wunsch hat, ist das eben gerade auch bei Bewerbungen, kennt ihr das selbst, je nachdem wie jemand heißt, dazu kommen wir auch gleich, die ganzen Konnotationen von Namen, kann das durchaus eine wesentliche Rolle spielen, ob jemand in der Gesellschaft schneller ankommt oder langsamer. Ankommt. Ja, und eben gerade auch die soziale Interpretation von Namen in verschiedenen Kulturen ist anders. Wenn zum Beispiel, jetzt sind wir hier schon beim Money Quote. Das habe ich aus den Kommentaren von diesem Weltartikel. Da hat jemand eben gesagt, nein, wo Deutsch draufsteht, muss Deutsch drin sein. Da konnte man sich schon genau vorstellen, was für jemand da an der Tastatur war.
Ja, also Namensrecht ist eben von allen Seiten immer sehr, sehr emotional beladen. Von allen Seiten, die Namen erzwingen wollen, die Stimmigkeiten herstellen wollen, die Sachen verhindern wollen. Und wir gucken uns jetzt mal an, warum das so ist. Genau, Mythos echter Name. Wie echt ist das eigentlich? Das ist jetzt ein bürgerlicher Name oder ein Klarname? Tante hat das auch in seinem Vortrag schon gesagt, es ist ein gewisser Aberglaube dahinter, wenn ich sage, der Name, den ich passiv von meinen Eltern erhalten habe, ist echt, während der Name, den ich mir im Netz gegeben habe und seit 20 Jahren benutze, der ist falsch. Das ist ein bisschen problematisch. Da hängen auch alten Glauben dran, dass man früher, wenn im Mittelalter jemand den echten Namen von der Person in Erfahrung gebracht hat, dass man den verfluchen kann. Heutzutage, wenn man den echten Namen von jemandem hat, kann man potenziell, wenn man denn möchte, Identitätsdiebstahl damit anstellen. Ist ein bisschen andere Tragweite als ein kleiner Fluch, den man im stillen Kämmerlein vor sich hin. Ja, und der Begriff Klarname, der stammt aus dem Geheimdienstbereich. Also da sollten wir vielleicht auch mal drauf achten, wenn wir Namensdebatten teilnehmen, wie wir diesen Namen benennen wollen, ob wir das unkommentiert übernehmen wollen, den Begriff. Ja, wir sind ja alles keine Schlapphüte, die vielleicht irgendwelche Akten vernichten, sondern wir sind Bürger. Und da haben wir auch bürgerliche Namen. Genau, die Macht der Namensnennung. Also ihr kennt das selber, wenn zum Beispiel Leute euch mit Namen ansprechen, hat das als immer meistens ein verschiedenes Gefühl, das einen dabei beschleicht. Es gibt etwas, das Macht üben kann. Sehr typisches Beispiel ist zum Beispiel ein Lehrer, der einen Schüler normalerweise vielleicht irgendwie Hansi nennt und dann wütend auf Hansi ist und sagt, Hans Meier, halt die Klappe oder geh raus. Genauso eben herabsetzen, da gibt es eben zum Beispiel auf Englisch den Begriff Name-Calling, ist wenn man jemanden beschimpft oder Wortspiele mit Namen macht. Also als Bereich des Mobbing, und ich finde es unheimlich spannend, dass dieses Name-Calling eben einfach nur Name-Calling heißt. Das heißt nicht Evil Name, Bad Name, herabsetzende Namen, es heißt einfach Name-Calling, jemand bei Namen nennen, die er oder sie sich nicht ausgesucht hat. Das ist bereits in diesem Begriff Name-Calling drin, ohne dass noch eine lange Diskussion ist, wie sieht dieser Name aus. Ich finde es sehr, sehr spannend. So. Ja, auch die in der englischen Sprache ein anderer Umgang mit Namenskonzepten teilweise besteht. Genauso auch für persönliche Verbindungen herstellen. Das, wenn ich jemanden anspreche und dann sage ich Klaus zu jemandem in der größeren Gruppe, dann weiß Klaus, dass er gemeint ist. Genauso hat man das sehr gern mit irgendwelchen Marketingleuten am Telefon, die einen in 3 Minuten 10-mal mit dem Namen ansprechen und man sich irgendwann vorkommt, habe ich jetzt Alzheimer für den oder ich weiß doch selber, wie ich heiße. Ja, bei mir ist es sehr praktisch. Ich habe einen anderen Namen als mein Mann und wenn die mich mit dem Namen meines Mannes ansprechen, weiß ich, das ist ein Callcenter. So, genau, das Autonym. Also das Autonym sollte nicht mit einem Pseudonym verwechselt werden, sondern es ist ein wirklich selbstgewählter Name. Ein berühmtes Beispiel hier ist Willy Brandt. Genau, der es bis zum Bundeskanzler geschafft hat. Und das gibt es doch natürlich auch in unserer Netzwelt. Viele von uns sind autonym unterwegs und haben immer wieder Probleme damit, dass außenstehende Leute oder etwas teilweise dogmatischere Menschen sagen, das ist aber nicht ein echter Name. Ja, und wir haben das Problem bei Listenaufstellungen, dass wir Real Names dastehen haben und nicht wissen, wie die Leute wirklich heißen. Ja. Genau, Wortwahl in Namensdebatten, Kriegsvokabular. Wenn man davon spricht, mit offenem Visier zu kämpfen, dann denke ich, ist man jetzt im Krieg oder einfach in einer Debatte? Oder Geheimdienstvokabular, wie wir es mit dem Klarnamen hatten, oder Bedrohungsszenarien, einfach Angst vor dem Unbekannten, wenn jemand mit einem entweder anonym oder mit einem wirklichen Pseudonym im Netz rumrantet und man weiß nicht, wer das ist, woher kommt das, ich kann es nicht zuordnen. Und wenn ich was nicht zuordnen kann, kann es sein, dass ich Angst bekomme. Ja, Namen sind soziale Marker. Wir hatten vorhin schon gesagt, es sagt sehr viel aus, wer die Eltern sind, welchen sozialen Rang die haben, in welchem Kulturkreis sie sich bewegen. Namen bestimmen im Netz den ersten Eindruck. Also wenn wir uns draußen auf der Straße treffen, ist der erste Eindruck Frisur, Kleidung, Haltung. Im Netz ist es sehr, sehr oft der Name, den wir
häufig selbst gewählt haben. Also das heißt, in der Klarnamensdebatte geht es unter anderem darum, wie können wir oder können wir nicht diesen ersten Eindruck im Netz selbstbewusst steuern oder nicht steuern und vor allem, wer entscheidet darüber, wie wir uns identifizieren. Ja, und wie wir uns sozusagen der Öffentlichkeit, das wird später noch ziemlich wichtig sein, entgegentreten. Und ob ich jetzt hingehe und faul bin und mich Engelchen 73 nenne oder mir einen ausgefeilteren Namen wie meine Forschungstorte ausdenke, der eher sehr viel mit mir zu tun hat als ein einfacher Flirtname. Also wir dürfen nicht übersehen, wenn es um diese Klarnamensdebatte geht, geht es auch ganz viel um eine Visualisierungsdebatte. Weil in dem Moment, wenn ich Klarnamen habe, im Sinne von Herrn Uhl oder anderen Politikern, dann kann ich Fotos suchen. Von diesen Fotos habe ich wieder diese sozialen Marker, Aussehen, Hautfarbe, Geschlecht und so weiter. Während wenn wir rein über die Namen gehen, wir eben sehr viel differenziertere und eben auch abgegrenztere Definitionen von uns selbst erstmal abgeben können. Gut, was drückt ein Name aus? Eben die Identität, Nationalität, Solidarität, auch gerade bei einem Nickname, wenn ich in einem Rockerforum bin und mich irgendwie Heavy-Metal-Gitarre nenne, werde ich anders rüberkommen, als wenn ich mich vielleicht Volksmusikfreund nenne. Ja, oder bei uns die ganzen Piratennamen. Also wir haben sehr viele Leute, die nennen sich irgendwas Pirat. Da kann man eben direkt sehen, da ist eine Solidarität zur Gruppe der Piraten. Ethnische Gruppe, klar. Afrikanische Namen sind zum Beispiel sehr klar erkennbar, japanische ja, natürlich. Ja, da drückt man eben eine Solidarität und was Ethnisches mit aus, wenn sich jemand zum Beispiel einen Namen einer Anime-Figur gibt. Ja, soziale Gruppenzugehörigkeit, das geht so weit, dass sehr viele Leute Bernd heißen. Ja. Ja, und natürlich, was man über Namen sehr gut ausdrücken kann, Geschlecht und Alter. Also ihr kennt das ja auch aus den Flirt-Channels, wo dann immer die Frage ist, ist das überhaupt echt? Also, und die Frage des Geschlechts und Alters, das ist natürlich auch sowas, wo wir über die selbstgewählten Namen eben genau sagen können, ich möchte so identifiziert werden oder ich möchte so nicht identifiziert werden. Eben auch eine neutrale Zone möglich ist, wenn ich sage, ich möchte ein Opt-out von Gender, dann wähle ich einen Namen, keine Ahnung, ich nenne mich Schallplatte oder sowas als Musikfreund und dann wissen die meisten Leute erst gar nicht, ihr kennt das alle, ihr redet mit jemandem Netz, vielleicht wochenlang und habt keine Ahnung, ob es jetzt Mann, Frau oder Hund ist am anderen Ende und irgendwie ist es euch auch egal, weil ihr die inneren Werte dieser Person kennengelernt habt zur Thema was auch immer und dann irgendwann feststellt, oh, das ist jetzt eine Frau. Ja, und da kommen wir jetzt zum Vergleich von Nix und Kleidung. Also sie über, haben wir nicht das I da reingemacht? Sehr seltsam. Also denkt euch bei Funktionen einfach ein I noch rein. Wir haben sehr viele Funktionen, die eben im Visuellen von Kleidung verwendet werden, die wir eben im Netz sehr oft über Namen machen. Genau, also ein Nickname ist nicht nur die Möglichkeit, selbstbestimmt meine Erscheinung im Netz zu generieren, sondern auch ein gewisser Schutz. Es ist wie ein Kleidungsstück, das ich überstreife, damit das Wetter nicht unbedingt meinem nackten Körper irgendwas antut, sei es Sonneneinstrahlung, Wind, Wetter, Regen. Genauso, wenn ich jetzt mit meinem Nick unterwegs bin, weiß ich ganz genau, die finden nicht raus, wo ich wohne, wo ich vielleicht arbeite und mein Chef kann erst gar nicht rausfinden, dass ich gerne in meiner Freizeit über Splatterfilme diskutiere. Ja, und ich bin schon sehr lange mit Nick im Netz unterwegs, hauptsächlich auch im englischsprachigen Netz. Und immer, wenn ich mich dann ins deutsche Usenet bewegte, dann fing eine Diskussion an, die bis heute nicht aufhörte, nämlich die Klarnamensdebatte. Und da hatte ich immer zwei Gegner. Das eine waren die Urgesteine des deutschsprachigen Usenets und das andere Konservative. Zwei Gruppen, von denen ich erstmal ausgehe, dass die nicht unbedingt identisch sind. Wenn eine solche Allianz plötzlich auftaucht mit so viel Emotion, dann frage ich mich natürlich, woran liegt das überhaupt? Also es ist nicht anzunehmen, dass hier unglaublich viel Übereinstimmung ist, was Werte angeht. Deswegen müssen wir nochmal gucken, welche Argumente kommen von beiden Gruppen. Ja, hier, offenes Visier, ja, Ehrlichkeit. Genau, sind wir im Krieg oder in der Diskussion?
Ehrlichkeit. Eine behördlich geführte Zeichenkette garantiert keine Wahrheiten. Wenn ich jetzt mit meinem behördlichen Namen mich irgendwo im Usenet anmelde oder bei Facebook, kann ich immer noch behaupten, die Welt ist eine Scheibe und was auch immer. Ich kann von Chemtrails erzählen oder was auch immer, aber es ist keine Garantie, dass ich ehrlich und nett bin. Genauso, man sagt, man ist auf Augenhöhe und man sagt, ja gut, wir sind ja dann alle sozusagen erkennbar, wir sehen uns und daher sind wir auf Augenhöhe. Ich sage, nein, wenn da jetzt ein Kevin Justin ist und da eine Maria Julia, kann es sein, dass Maria Julia denkt, oh nee, dieser Kevin Justin ist bestimmt ein Assi, mit wem will ich nicht reden, sondern lieber mit einem Oliver. Genauso, Schutz vor Betrügern, Identitätsdiebstahl, kennst du das? Genau, die Authentizität. Ja, ich mache mal weiter. Er kennt die Debatte, ja. Eben. So, jetzt habe ich eine steile These. Da die Leute sich so unglaublich aufregen, hatte ich mich gefragt, geht es überhaupt um diese angeführten Begründungen oder sind die einfach nur eine Rationalisierung? Und die Frage ist ganz einfach, geht es um Strafbarkeit, geht es um Begrenzung von Trollerei, von der wir wissen, bei Facebook, bei jedem Meetspace-Stammtisch, die Leute trollen. Also das ist egal, ob du die kennst, ob du den Namen weißt, das hält die Leute nicht davon ab. Aber die Frage ist, ja, geht es darum, genau, wie reagieren die anderen drauf? Wie reagiert meine Peer Group, wenn ich zum Beispiel jemand ernst nehme, den ich nicht ernst nehmen darf? Ja eben, wenn ich zum Beispiel ein erwachsener Akademiker bin und plötzlich rauskommt, ich habe eine hitzige Diskussion geführt auf hohem Niveau und dahinter ist ein Kind. Ja, also ich habe jetzt ein paar Beispiele. Also wie gesagt, die These ist einfach, es geht viel mehr darum, wie mein Umfeld reagiert. Es geht mir gar nicht darüber, wer mein Gegenüber ist, sondern was mit mir passiert, wenn rauskommt, dass ich mit, ich sag mal, dem sozialen Underdog geredet habe. Und ich kann mich erinnern, ich weiß nicht, ein paar von euch waren, glaube ich, damals dabei, Dole Today, erinnert sich noch jemand, hat auch mal einen Grimme Online-Preis gekriegt. Das ist eine Polit-Community. Ich weiß den genauen Nick nicht mehr, aber da war jemand, der nannte sich Dr. Brenner oder so ähnlich. Bei einem Real-Life-Treffen kam raus, das war also ein Teenager. Ich kann mich an das Entsetzen erinnern von jemandem, der feststellte, dass er sich über Wochen in politischen Grundsatzdebatten mit Dr. Brenner abgearbeitet hatte. Offensichtlich was anderes vor seinem geistigen Auge hatte als ein Teenager mit ziemlich viel Zeit. Aber Bildung. Ja, der war fit. Der wiederholte Hinweis auf das offene Visier und die Augenhöhe, das haben wir ja auch oft, wenn wir andere Parteien treffen. Also dass dann zum Beispiel der Vorsitzende nur mit dem Vorsitzenden der gleichen Ebene reden möchte, also nicht der Ortsvorsitzende mit dem Bezirksvorstand. Also da ist dann auch wieder die Frage, akzeptiert meine Peer Group, dass ich als Vorsitzender einer großen Partei vielleicht auf Landesebene auf eine Podiumsdiskussion gehe, wo der Vertreter der Piratenpartei ein Basispirat ohne Hütchen ist? Ja, und dann haben wir natürlich Abgeordnetenwatch, wo in letzter Zeit unglaublich oft die Frage nach Identitätsnachweisen der Fragesteller kommt. Und die Frage völlig untergeht, sondern nur noch, wer bist du, warum fragst du mich quasi, und dieser Mensch dingfest gemacht wird, bevor sich der Politiker sozusagen herablässt, überhaupt eine Frage zu beantworten. Und die Frage ist tatsächlich, warum ist es so wichtig, wer die Frage stellt und nicht, ob die Frage gestellt wird. Und da ist eben möglicherweise eine Antwort, es geht darum, dass der Antwortende sein Gesicht wahren möchte. Seinen guten Namen. Genau, hier haben wir jetzt zwischen Identität und Identifikation, wie wir es vorhin schon hatten, ich brauche den Namen, um mich selbst wiederzuerkennen, mich zuordnen zu können, auch durch einen Nick, indem ich mich vielleicht themenmäßig oder nach meinen Interessen benenne. Dann habe ich natürlich verschiedene Kontexte. Bin ich jetzt geschäftlich unterwegs, wo ich wahrscheinlich mehr dazu tendiere, einen Passnamen zu verwenden, als einen Usernamen aus meinem Fußballforum? Ja, also der Punkt ist natürlich bei Geschäften auch, dass wir endlich mal drüber reden müssen, wo überhaupt wichtig ist, Leute zu identifizieren. Wenn ich zum Beispiel mit Direktbezahlung auch über Paykarten zum Beispiel einen Download habe, die brauchen meinen Real Name nicht. Ist was anderes, wenn ich auf Kredit was kaufe oder was nach Hause geliefert werden soll.
So, jetzt ein anderer Aspekt, also wir wechseln jetzt das Thema etwas, Name und Öffentlichkeit. Im ganz normalen Alltag ist es immer begrenzt, mit wem ich gerade in der Öffentlichkeit kommuniziere. Also sprich, wenn ich mich im Bus zum Obst mache, sind nur die Leute im Bus erstmal Zeuge und können das vielleicht weitererzählen. Aber das war's. Das heißt, Öffentlichkeit im Alltag ist normalerweise räumlich und zeitlich begrenzt. Außerdem läuft man im Alltag normalerweise nicht, außer man ist hier oder in einer Firma, wo man ein Namensschild tragen muss. Wenn ich in die Kneipe gehe, bin ich normalerweise sogar erstmals anonym. Da kann ich mich sogar an den Stammtisch sitzen, mich 3 Stunden lang mit den Leuten dort unterhalten und man vor lauter Begeisterung über das Thema überhaupt nicht dran gedacht hat, Namen auszutauschen. Das kennt ihr alle sicherlich sehr gut. Und keiner macht einem auch einen Vorwurf, ich kenne jetzt ihren Namen nicht. Das fällt nicht. Aber sobald wir übers Netz reden, würden vielleicht sogar diese Stammtischleute sagen, ich will aber wissen, mit wem ich rede. Ich möchte den Passnamen haben, sonst kann ich den nicht ernst nehmen. Ja, da sind wir eben beim Netz. Also Äußerungen und Aktionen im Netz sind an einen Namen gebunden. Und die Netzöffentlichkeit ist zunehmend eine absolute Öffentlichkeit. Das heißt, wenn ich einmal was im Netz gesagt habe oder eine Aktion gemacht habe, die ist räumlich und zeitlich nachvollziehbar. Und damit stellt sich die Frage, können wir den Namen hier nicht positiv nutzen, um eben diese grundsätzliche Veränderung von Öffentlichkeit auch positiv wieder zu steuern, nämlich im Sinn von einem konsequent eingesetzten Nick, sodass ich relative Öffentlichkeitsbereiche habe, nämlich zum Beispiel den Freizeitbereich in einem Fußballforum, der eben den Arbeitgeber einfach nichts angeht. Das ist eigentlich das Konzept, was eigentlich in den kompletten 90ern hindurch eigentlich verbreiteter war. Ja, eben. Man ist zum Beispiel hingegangen, hat vielleicht 3 Hobbys, Kochen, Musik und Fußball. Und dann hat man vielleicht jeweils ein Forum, in dem man damals gern reingegangen ist und hat sich jeweils einen anderen Namen gegeben, damit das passt und man auch Solidarität zum Thema ausdrückt. Ja, und konnte damit wirklich auch im Leben richtig genau trennen, dass wenn ich mich vielleicht sogar im Kochforum absolut zum Obst gemacht habe, konnte ich in meinem Fußballforum oder in meinem Musikforum noch völlig normal ohne irgendwelche Vorwürfe schreiben und vor mich hinleben. Oder wenn ich zum Beispiel bei Krankheit, dass wenn ich Leuten aus einem Forum erzählt habe, ja, ich bin jetzt schwer erkrankt, aber ich das den anderen Leuten irgendwie nicht verklickern möchte, ist diese Trennung vorhanden. Ja, dazu gehört natürlich auch, wenn wir soziale Gruppen wechseln, dass wir hier Möglichkeiten haben, das auszuprobieren. Das geht jetzt nicht nur um Coming-outs, das geht nicht nur um Trans-Leute, sondern es geht schlicht und ergreifend auch um so Sachen wie sozialen Aufstieg. Wenn ich mich in einem Forum unter Intellektuellen bewege, vielleicht aus einem sehr bildungsunfreundlichen Background komme, habe ich die Möglichkeit, hier zu lernen, wie reden die Leute, was sind normale Sprach- und Umgangsformen. Das heißt, ich kann hier auch experimentieren und lernen, was eben nicht ohne weiteres möglich ist, wenn meine ganze Biografie, meine Bildungsgeschichte, meine Familie sozusagen direkt abrufbar ständig auf meiner Stirn klebt. Das hatten wir, glaube ich, schon, die Folie, die kannst du über... Genau, Namen und Netzkultur, da hat man eben Screennames, Usernamen oder Handles, wie jeder das weiß. Nee, das hatten wir auch schon. Genau, hier, genau der Status. Weil wenn ich jetzt online gehe und ich sage, ich gebe mir jetzt einen Namen in einem Forum oder übergreifend, muss ich mir einen Namen machen. Ich muss eine Reputation gewinnen und dann bleibe ich auch bei diesem Namen. Ich muss, es ist flexibel. Was der Nick aussagt, ist klar. Puschel, Maus oder Haxor, kann man sich Leute vorstellen. Man kann selber hingehen, möchte ich jetzt als Mann, Frau oder Eichhörnchen erscheinen. Man ist, na gut, wie kann man das sagen? Ja, der Wiedererkennungswert ist da. Ja, wobei der natürlich nicht so willkürlich ist, wie gern von den Klarnamensbefürwortern in dieser offenen Visierdebatte angeführt wird. Sondern ihr kennt das sicher auch, dass ihr Leute von vor x Jahren aus einem anderen Forum an ihrem Nick wiedererkennt. Ja, weil sie einfach plötzlich auftauchen. Ist mir jetzt auch gerade bei Twitter passiert, wo jemand einen sehr außergewöhnlichen Namen hatte und
Ja, es ist tatsächlich derjenige außerdem von vor ganz vielen Jahren. Machen die ja auch eine gewisse Attraktivität vielleicht bei Personen auch aus. Ist, wenn ich einen Nick sehe, der mir unheimlich gut gefällt, habe ich da auch das Gefühl, da bin ich interessiert, dem folge ich oder dem werde ich ein Freund von dem, auf was für eine Plattform auch immer. Und man kann genau eben ähnlich wie man analog in der Fleischwelt über Namen, vererbte Namen, Familiennamen, Bezüge herstellen kann. Ein Meier und ein Müller in Amerika werden auch eher zueinander finden und sagen, ja, wir sind ja auch Deutsche, komm, lass uns zusammen ein Bier trinken gehen, als vielleicht mit anderen Namen. Ja, also die Bitte an euch ist also, wenn ihr selbst mitten in dieser Debatte wieder mal euch wiederfindet, achtet auch ein bisschen drauf, wo man einfach mal die Sache wieder etwas versachlichen kann. Wo ist es tatsächlich notwendig, Leute zu identifizieren? Die Frage ist auch, müssen wir dann Namen nehmen zur Identifikation? Und wo geht es um soziale Kommunikation, wo im Hintergrund auch immer mitgedacht ist, wir wollen die Marker, über die auch Diskriminierung und Vorurteile im Alltag laufen, mit in die digitale Welt rübernehmen. Und das ist was, was eben nicht einfach so unter, ja, das ist halt so, wenn das dein richtiger Name ist, dann musst du damit leben. Nein, muss man nicht. Und wir sollten das auch nicht so einfach abtun unter, ja, mein Gott, der Klarname, das ist wichtig, das gehört sich so. Lasst uns mehr über Namen reden. Genau, neues die Körperlichkeit. Thema. Oh ja. Ja, ich hatte eben schon gesagt, also Namen setzen sehr oft den ersten Eindruck, also eine sehr visuell orientierte Kultur, wie wir haben, da haben wir Körperlichkeit als Grundlage sehr gern. Plötzlich haben wir hier Namen ohne Körperlichkeit, das heißt, wir wissen das Geschlecht nicht, wir wissen nicht, wie die Leute aussehen, wir wissen nicht, ob die dick oder dünn sind, wir wissen nicht, ob die ja, vielleicht ein großer Freund von der Dusche sind oder eher in einem weißen Schauer von lauter Schuppen rumlaufen. Ja, ihr kennt es bei den Frauen in der Politik, da geht es sehr oft auf den Körper. Also wenn Frauen sich an politischen Debatten beteiligen, kriegen wir sehr oft Angriffe, die dann laufen über Figur, Kleidung und so weiter. Würden Sie diese schöne Piratin wählen? Kennen wir alle. Ja. Oder wie einfach ein Bild von eben von Marina als Schmuckbild verwendet wird in einem Zeitungsartikel, obwohl es in dem Artikel um ein völlig anderes oder allgemeines Thema geht und ihr Name noch nicht mal erwähnt wird im Artikel. Also es ist für Frauen im Netz nach wie vor problematisch, als Frau immer und überall sofort erkennbar zu sein. Ich habe ja einen sehr geschlechtsneutralen Nick, das hat durchaus Gründe, zum Beispiel, weil politische Debatten sehr schwierig zu führen sind, weil dies ganz, ganz schlecht, ganz, ganz schnell rübergeht auf, ja, du als Frau. Wenn nicht klar ist, ich bin eine Frau, geht die Debatte komischerweise völlig sachlich. Ja, oder die Splainer bleiben weg. Dass wenn du zum Beispiel hingehst, du bist auf Twitter oder in einem Forum wunderbar am Diskutieren über ein Fachthema, man nimmt ganz dezidierte Sachen auseinander und dann klingt sich jemand ein und will einem die Welt erklären. Dinge, die mir völlig klar sind. Und man einfach davor sitzt und denkt, ist das entweder ein Depp oder einfach ein antrainiertes Verhalten, dass man denkt, das ist eine Frau, die ist blöd, ich muss ihr ja noch was erklären, weil ich ja viel schlauer bin als Mann. Ja, sehr schönes Beispiel, immer alles, was an Reaktionen kommt, sobald eine als Frau erkennbare Frau was im Heiße Forum sagt, so ziemlich egal welchem Thema. Und so. Ja, aber wir wollen jetzt kurz auf die Körperlichkeit gehen. Genau. Also es gibt eben auch eine Identität jenseits der Körperlichkeit und das ist inzwischen schon ein ziemlich radikales Konzept, denn gerade wenn wir mal in die Zeitschriften für Frauen oder Teenager gucken, da geht alles über Körper. Es gibt eigentlich kaum noch ein anderes Thema als Körper. Deswegen, wenn wir hier die Namensdebatte haben und die Möglichkeit haben, uns über Namen aus dieser visuellen Körperdebatte rauszuziehen, sollten wir das sehr, sehr ernst nehmen und nicht einfach sagen, ja, mein Gott, du siehst halt so aus, wie du aussiehst, sondern wir können hier auch sagen, du bist nicht nur dein Körper. Das hat man ja auch unter uns, dass es auch gerade bei der Gender-Debatte Probleme gibt, dass wenn selbst zwei Frauen, die ziemlich feministische Dinge vertreten, miteinander sich behaken, weil eine sich vielleicht relativ vom Körper abgetrennt hat und sich mehr wirklich, gerade wenn es online ist, ich bin so jemand, dass ich mein Geschlecht vergesse. Ich bin einfach ich und
diskutiere und dann kommen plötzlich, sei es irgendwelche Sachen als Hinweise, ja und als Frau und die Männer und hin und her, dann sitze ich dann da und denke, ich möchte gerne ein Opt-out haben, ich würde gerne mal über Menschen reden und da stehen eben gerade auch manchmal Namen und diese Körperlichkeit dann für mich wie im Weg, das ist so, als ob ich in einem Auto eingesperrt bin und jeder identifiziert mich als einen BMW-Fahrer, obwohl ich mich vielleicht nicht als BMW-Fahrer fühle, sondern vielleicht mal als Käferfahrer oder Busfahrer oder gar kein Autofahrer. Ja, wobei die Körperlichkeit natürlich nicht nur Frauen betrifft. Das betrifft auch Männer, es betrifft Übergewichtige, es betrifft körperlich Behinderte, es betrifft einfach Leute, die aus irgendwelchen Gründen für andere Leute eine Zielscheibe sind. Und hier haben wir einfach die Möglichkeit, Diskussionen und eben auch politische Debatten zu versachlichen, indem wir von dieser Körpergeschichte runterkommen. Ja, ich hatte eben schon gesagt, soziale Kontrolle im Netz wird oft über Namen eben auch ausgeübt. Und diese Erfahrungen im Netz sollten wir tatsächlich auch mal stärker thematisieren. Genau, hier unsere wunderbare Birgit, eben geht es nicht um Disziplinierung. Weil es gibt ja auch überall Vorwürfe, wenn es heißt, man diskutiert darüber, wer, wie, wo, was im Liquid unterstützt hat oder nicht unterstützt hat, dass sich dann Gruppen bilden, die dann jeweils die angeblichen oder so gesehenen Kontrahenten angreifen und sich manche Piraten denken, da würde ich gerne unter einem Namen im Liquid agieren, die einfach keiner kennt, damit ich frei von der Leber entscheiden kann, für mich nach meinem Gewissen, wie stimme ich ab oder nicht. Ich hatte eben ja auch schon gesagt, also freie Namenswahl ermöglicht auch den Wechsel von sozialen Gruppen, siehe soziale Aufsteiger, Bildungsaufsteiger und so weiter. Geht es hier auch um Disziplinierung? Frei nach dem Motto, du hast hier nichts zu suchen, wir sind unter uns. Und das ist, denke ich, auch eine wichtige Frage bei dieser ganzen Klarnamensdebatte. Also ich sage hier bewusst Klarnamensdebatte, weil das der Kampfbegriff ist, mit dem operiert wird, um eben genau solche soziale Kontrolle aus der, ich sage jetzt mal, Analogwelt in die digitale Welt rüberzubringen. Ja, und da ist zum Beispiel, als kompetenter Mensch stellt man keine Grundlagenfragen. Also zum Beispiel, ein Altmaier könnte nicht sich irgendwo im Netz mal irgendwas zum Thema Energie zum Beispiel erklären lassen, geht nicht. Ja, wobei sehr interessant ist, in Deutschland ist das nicht so, aber einige von euch sind vielleicht auf Reddit unterwegs. Und auf Reddit gibt es den Themenbereich I am Ask Me Anything. Und da gehen sehr viele Leute, die hochrangig sind, Experten aus Firmen oder die hingehen wollen und sagen, ich arbeite in einer Bank, vielleicht Goldman Sachs, nenne meinen Namen nicht, habe ein Pseudonym, aber ich stehe euch jetzt Rede und Antwort. Oder Barack Obama ist hingegangen und sagte, I am the President of the United States, ask me anything. Ich könnte mir Angela Merkel nicht vorstellen, dass sie in so einen Szenebereich reingeht, des Netzes, also wirklich in die Höhle des Löwen und sagt, gut, ich bin jetzt Frau Merkel, nicht der Regierungssprecher, ich sitze vielleicht sogar nachts in meinem Nachtrock vorm Rechner mit einer Tasse Tee und beantworte mal eure Fragen. Ich bin mal gespannt auf euch. Könnte ich mir nicht vorstellen. Ja, und ich habe hier geschrieben, als VIP geht man nicht in Schmuddelecken. Also Hintergrund ist natürlich, und das sind wir wieder bei der Disziplinierungsgeschichte, was darf ich? Was ist sozial akzeptiert? Was dürfen zum Beispiel Lehrer? Riesenthema, Lehrer bei Facebook, Lehrer in öffentlichen Foren. Darf der das denn? Ja? Genauso dieses, das gehört sich nicht. Riesenthema auch natürlich im richtigen Leben. CDU-Bürgermeister einer Kleinstadt, der wird nicht äußerst unwahrscheinlich in einen Sexshop in seiner Stadt gehen. Nicht in seiner Stadt. Ja, ja. Also das geht hier durchaus um Normierung von Verhalten und eben auch die Diskussion um soziale Normen und deren Durchsetzung. Da sind wir also beim Thema Tabubrüche, Rollenverhalten. Ja, genau, verharren in der sozial zugewiesenen Rolle und auch das Problem, dass man gerne einfach mal neues Terrain
begutachten möchte, dass man einfach nicht in seiner normalen Welt ist, über den Tellerrand hinwegsteigt und einfach in eine völlig neue Szene, völlig neue soziale Gruppe einsteigen möchte, aber es aufgrund meines Passnamens oder eben aufgrund meiner körperlichen Erscheinung in Meet Space nicht so einfach kann. Dass wenn ich zum Beispiel ein Weißbrot bin und sage, oh, ich höre unheimlich gern Reggae und ich interessiere mich unheimlich für die afrikanische Kultur. Wenn ich jetzt in einen Club reingehe, in Wuppertal gibt es sowas, wo also nur Schwarze zu Reggae abtanzen und ich als weißer Mensch da reingehe, werde ich mit höchster Wahrscheinlichkeit, vor allem auch als Frau, ziemlich komisch begutachtet und werde also nicht vielleicht meine Multikulturerfahrung vielleicht erst haben, sondern befremden. Ja, mir geht es natürlich hier darum, auch dieses, das gehört sich nicht. Also dieses, was wir ganz, ganz häufig hören, das gehört sich nicht, nicht nur aus konservativen Kreisen, sondern auch eben politisch korrekten Kreisen, in Anführungszeichen. Also wir haben in fast jeder Szene durchaus ein sehr, sehr großes Interesse, dass die Gruppennorm eingehalten wird. Also das betrifft natürlich auch linke Gruppen, wenn sich da jemand mit konservativen Wertmodellen auseinandersetzt und feststellt, die sind vielleicht doch nicht so schlecht. Ja, oder Piraten, die den Internet Explorer benutzen. Ja, also jede Gruppe, hat ihre eigenen Werte, die sie gern durchsetzen möchte. Und da müssen wir eben auch zusehen, dass wir dann sagen, okay, wollen wir das innerhalb unserer Gruppen auch so unreflektiert machen. So, hier sind wir dann beim politischen Entscheidungsbereich. Sollen Entwicklungen, dass Leute sich ausprobieren können, dass sie diese Tabus brechen können, dass sie eben genau dieses, das gehört sich nicht, in Anführungszeichen, ohne Sanktion ausüben können, akzeptieren, bestärken oder zurücktrennen. Und können wir auch hingehen und Extremsituationen wie die berühmten Trolle, die berühmten Straftaten, die, denke ich, mehr teilweise auch in den Promillebereich gehen, vor allem auch Straftaten, zur Seite schieben und den Alltag ins Visier nehmen und sagen, möchten wir das als eine sehr liberale, offene, also dem Menschen offene Partei, eine Partei, die Plattformneutralität voranbringen will, wollen wir dann auch nicht hingehen und sagen, ja, wir wollen das zulassen. Wir wollen, dass Menschen sich selbst definieren dürfen. Also ich glaube, dass genau hier auch der Knackpunkt ist, wo wir uns von anderen Parteien, eben auch konservativen Parteien, ganz drastisch unterscheiden, wo wir eben sagen, wie wollen wir mit der Durchsetzung und der Definition von Werten umgehen. Daher würde ich sagen, aus der oberflächlich harmlosen Frage nach dem Namen wird, wenn wir genauer hingucken, die Frage nach Definition und Durchsetzung von Werten. Und daher sollten wir die Namensdebatte ernster nehmen, also nicht nur auf dieser Namensebene lassen, sondern uns klar machen, hier geht es nicht nur um Namen. Es geht um ganz große gesellschaftliche Konzepte, die an der Namensdebatte dranhängen. Ja. Genauso, was auch manchmal ein Problem ist, dass Leute sich darüber lustig machen, dass Menschen hingehen, war bei Google Plus, bei den Nimwars sehr typisch, dass die sagten, oh, was diskutiert ihr über Namen? Es gibt doch viel schlimmere Probleme zurzeit im Land. Das ist doch nur ein Kinkerlitzchen. Namen sind doch Schall und Rauch. Dann werden also diese ganzen sozialen Bedeutungen von Namen klein gemacht, damit der Mensch dann quasi doch sich fügt und sagt, ja gut, stimmt, das ist nicht so wichtig, dann melde ich mich doch mit meinem Karl Otto an, als mit meinem Musikfreund 23 in diesem Forum. Und wollen wir wirklich zulassen, dass Leute auch, dass, es gibt auch sehr viele Witze darüber, dass Menschen auch selbst mit ihrem eigenen Namen unzufrieden sind. Ich habe es sehr oft mitgekriegt, dass irgendwie Witze darüber gemacht worden sind von Menschen, keine Ahnung, es gab irgendwie, genau bei Not Safe for Work gab es einen Slot, wo sie einen Comedy-Teil eingespielt haben, oder ich weiß es noch nicht mal, ob es Comedy war, und da ging es um Pränominaltherapie, dass dann irgendwelche Leute, die Dieter hießen, sozusagen wir eine Angstkonfrontationstherapie hatten und diesen Namen Dieter rufen mussten und sich also mit diesem Namen selbst konfrontieren, obwohl sie den eigentlich immer abgestoßen hatten. Und wollen wir diese Prämisse, dieses Denken zulassen? Das fragen wir heute. Also wir hoffen, dass wir euch ein paar neue Aspekte in die Namensdebatte mitgegeben haben, dass ihr vielleicht selbst
die nächste Runde dieser dauernd aufbrechenden Diskussion vielleicht mal mit anderen Augen seht, vielleicht euch nochmal neu reinstürzt und dass ihr jetzt vielleicht noch den einen oder anderen Diskussionsbeitrag genau, habt. Und was ich hierzu noch gerne, gleich geht's los, noch anmerken möchte, für Bochum bereite ich mit vielen Leuten, jeder von euch ist eingeladen. Ich werde zeitnah dann auch verkünden, wo die Pads liegen, wo, ich habe schon auch in der Antragsfabrik so einen Platzhalter schon reingemacht, könnt ihr suchen. Gerne mitmachen, wie wir das deutsche Namensrecht ändern und vor allem uns über Identitätspolitik eine Gedanken machen. Identitätspolitik vor allem in Hinsicht dieser sogenannten Identity Provider wie Facebook, das Einwohnermeldeamt des Internets, des Weltinternets werden möchte oder wie auch mit deren Werbekunden, wo es völlig klar ist, dass natürlich diese Behördennamen in diesen Netzwerken dazu dienen, auch Firmen zu verkaufen, so wie man es früher kannte, diese windigen Adresshändler, die rumgegangen sind und Telefonnummern verkauft haben und es so viel einfacher ist, einfach diese Namen und gleich mit ihren Vorlieben und Hobbys und Dinge, die sie nicht mögen, rausziehen und so eine quasi eine ziemlich gutes, genaues Abbild von uns haben, quasi Orwells feuchten Traum warm machen wollen. Ja. Du hattest direkt die erste Frage. Genau. Urban Pirate. Ich wäre jetzt großzügig gewesen, hätte dir das Mikro gegeben. Ja, ich hab's. Ah. Erstmal super, danke. Zum Thema Reform des deutschen Namensrechts. Also ich finde den Ansatz großartig. Gerade auch um diese elterliche Willkür ein Stück weit einzuschränken. Ich meine, gerade, also es ist in meiner Generation und auch in den zwei, drei, die danach so folgten, wie viele Kevins laufen da rum? Also ich will jetzt gar keine Kevins diskriminieren, aber wissen eigentlich, die Eltern haben sich einfach keine Gedanken darüber gemacht, was sie ihren Kindern damit antun. Kevin ist ja tatsächlich seit den 70er, 80er Generationen kein Name mehr, sondern ein Sammelbegriff. Ähnlich wie früher Schmidt oder Müller. Und Das halt noch mit einbezogen, dass so ein Name immer halt auch eine psychologische Wirkung entfaltet. Oh, wir machen uns da lustigerweise beim Markenrecht, also wenn es um Produkte oder um Unternehmen geht, wird sich da ein wahnsinniger Kopf drum gemacht und da wird ein Haufen Kohle rausgeworfen, um irgendwie einen Markennamen zu entwickeln. Und bei Kindern treffen diese Entscheidung die Eltern genau einmal. Und damit mit dem Ding rennst du dann den Rest deines Lebens rum, und egal wie gut dir der gefällt oder nicht. Ja, sag mir deinen Namen und ich sag dir, was deine Mutter gerade im Fernsehen geguckt hat. Ja, eben. Ich könnte meine Eltern bis heute dafür steinigen, also im übertragenen Sinne, dass sie mir, der ich schon mit einem dreisilbigen Nachnamen geschlagen bin, auch noch einen phonetisch dreisilbigen Vornamen gegeben haben. Also sie hätten gerne ein bisschen länger nachdenken dürfen über die Namensgebung. Und es gibt da auch so Regeln, also alte Regeln kenne ich, dass man auch sagt, man gibt keinen Vornamen, der sich mit dem Nachnamen reimt, weil das veralbert werden kann. Und viele Eltern, heutzutage habe ich das Gefühl, ich habe das auch bei Studienkollegen, dessen Geschwister Kinder gekriegt haben, die haben sich zwar Gedanken gemacht, aber dann war es fast so, wie du diesen Branding-Prozess beschrieben hast, dass das Kind das Brand ist der Eltern. Und nicht daran denken, vielleicht gebe ich meinem Kind einen ganz normalen, langweiligen Vornamen und kann dem Kind sagen, gut, ich weiß, du wirst in der Schule nicht gehänselt als Michael. Wenn ich dir noch ganz kurz ergänzen darf, das ist nämlich auch, das macht sich ja schon in den frühesten Schuljahren, macht sich das bemerkbar. Es wird, also bei gleicher Leistung, ist es hochwahrscheinlich, dass Kevin schlechtere Noten bekommt als Maximilian, was sich auch die Eltern einfach vorher nicht vor Augen geführt haben. Genau, also das sind ja diese ganzen sozialen Aspekte, die eben an dem Namen dranhängen. Joachim hat sich gemeldet. Dein Mikro ist aus. Der kleine Dieter in mir hat eine Frage an euch. Hallo Dieter. Für mich hat das jetzt, ist das immer so richtig bewusst geworden während eures Beitrags, das Ganze hat ja eine Doppeldeutigkeit. Wenn ich mich an Stammeskulturen erinnere, so an tribalistische Systeme, der deutsche Name Wolfgang
belegt halt jemand mit der Eigenschaft, der geht wie ein Wolf offensichtlich. Oder Holger oder diese alten Namen haben noch diese Bedeutung einer Tätigkeit, die an das Erscheinungsbild der Person geknüpft ist. Und mit diesen Vorurteilen belastet gehen wir jetzt also quasi in die normale Zivilgesellschaft und dann ins Internet. Wollt ihr, dass ein Name für irgendetwas steht? Denn Kevin wird ja häufig nicht als Name, sondern als Diagnose bezeichnet. Oder wollt ihr die eigentliche Identität der Person von dem sprachlichen Bezeichner abkoppeln? Weil die Option gibt es ja auch. Wenn ich jetzt die Freiheit der Namenswahl habe, dann kann ich mir einen Namen suchen, mit dem etwas assoziiert wird. Oder ich kann irgendwie gleich versuchen, auf die Assoziation zu verzichten. Ich habe da, der kleine Dieter streitet sich mit dem Kevin in mir, was da der richtige Weg ist. Vielleicht habt ihr eine Idee. Ja, ich glaub, ist die Frage überhaupt übergekommen? Ich glaube, in deiner Frage ist die Antwort schon drin. Echt? Ja, du hast gerade gesagt, für was soll ich mich entscheiden? Also das ist die Entscheidung des Einzelnen. Also das ist die Entscheidung. Die Umgebung ist es doch, die dann die Eigenschaft an meinem Namen festmacht und nicht ich. Das ist doch dann nicht mehr meine Entscheidung. Ja, gut, aber ich kann ja abschätzen, wenn ich meine Umgebung habe und ich weiß, okay, ich bin jetzt hier in Mitteleuropa, in Deutschland, und wenn ich sage, ich möchte nicht mehr Kevin, Dieter oder Wolfgang heißen, sondern vielleicht, weil ich einen Hang zur amerikanischen Kultur habe und möchte mich vielleicht lieber John nennen, dann weiß ich vielleicht gut, die Leute werden mich dann so und so dann behandeln. Sehen vielleicht auch an meiner Kleidung, dass ich mich vielleicht so ein bisschen cowboyhaft kleide, und reagiert auch entsprechend, also auch im positiven Sinne. Wenn ich noch kurz, in dem Moment akzeptiere ich doch, dass mit John eine bestimmte Eigenschaft verknüpft ist und kann mich nicht mehr dagegen wehren, sondern ich benutze diese Verknüpfung. Genau. Und wäre der andere Weg auch denkbar, dass ich sage, ich nenne mich jetzt Olli Kahn, weil ich nicht Fußballer bin? Ist genau dasselbe, du spielst da einfach mit einem, okay, sozusagen diesem gegenteiligen Effekt. Du spielst, also es ist wie ein Ballspielen, dass du einfach, oder ein Bild zu malen, du erzielst einen Effekt, dieser Effekt kommt zu den anderen Leuten rüber und diese reagieren, und ich versuche das natürlich zu kalkulieren, man kann hacken damit. Also es gibt keine Effekt und keine assoziationslosen Namen, aber lass uns weitermachen, hier sind noch mehr Fragen, sonst kommen wir mit der Zeit nicht hin. Traflo? Ja, ihr habt euch jetzt ja ganz viel Gedanken dazu gemacht, wie das ist, dass eine Person oder ein Mensch, sagen wir mal, mehrere Namen führen kann und das auch sollte, ist ja im Wesentlichen Argumentation des Vortrags. Aber habt ihr auch sozusagen für den umgekehrten Fall, dass ein Name von mehreren physikalischen Menschen sozusagen mit Identität befüllt wird? Also vorhin war ja schon mal kurz das Beispiel Bernd, aber das gibt es ja sicherlich auch noch in deutlich kleiner, dass ich quasi Identitäten und tatsächliche Identitäten habe, die nur im Netz existieren, aber nicht auf einzelne Menschen zurückgeführt werden können. Ja, ich glaube, du sprichst auch an, was bei Charles Stross in Accelerando ist, dieses Kollektiv von diesem, es fällt mir der Name nicht mehr ein, aber das sind Leute, die sozusagen den Geist dieses verstorbenen Mannes teilen und dann switchen zwischen diesem Geist dieses verstorbenen Mannes, also da auszuführen und sozusagen seine Postmortem-Handlanger zu sein oder zwischen ihrem eigenen Individuum? Das ist eine berechtigte Frage. Okay. Müsli-Kind, dann. Anmachen. Okay. Ich wollte nur noch mal sagen, also ich finde es auch super, dass ihr euch mit dem Thema beschäftigt, und mir fällt immer bei dieser Klarnamensdebatte auf, irgendwie bevor, also abgesehen davon, wenn wir jetzt irgendwann diesen E-Perso tatsächlich benutzen würden, könnte man ja tatsächlich sich identifizieren. Aber ansonsten, diese Klarnamensmenschen, wie die sich das eigentlich denken, dass die dann sicher sein wollen, dass ich das bin, wenn ich jetzt mich da anders nenne, als ich in meinem Pass heiße, das kann ja auch keiner nachprüfen. Also wenn ich mich jetzt Lisa Meyer nenne, dann würden die das ja wahrscheinlich glauben, anstatt wenn ich Müsli-Kind schreibe, weil das glauben sie nicht. Aber da kann ich sie ja trotzdem genauso verarschen. Also es ist irgendwie totaler Blödsinn. Man muss nur einen Namen finden, der glaubhaft klingt. Ja, und dann kann man, die Frage war schon immer absurd. Also wie gesagt, wir führen die seit den 90ern auch im Usenet. Also ich glaube, du heißt Jöran, oder? Ich bin super scheiße mit Namen. Mareike wollte auch noch. Dran. Okay. Also Jöran ist nicht da, ich bin Felix. Aber wir wollten das zusammen. Ist das okay? Dich daneben wieder. Also ich finde es erstmal grundsätzlich spannend,
über diese Namensgebung und so nachzudenken. Und ich finde es auch ehrenvoll, so ein Plädoyer dafür abzugeben, zu sagen, eigentlich müssten wir das flexibilisieren. Ich würde mich aber dagegen wehren, damit die Hoffnung zu verbinden, dass wir damit uns der sozialen Kontrolle irgendwie entziehen. Weil das klang eben mal so an, dass dieser Klarname ja irgendwo auch eine soziale Kontrollinstanz ist und sowas. Also wenn ich im Netz ständig meinen Namen wechsle, und dass man ja auch merkt, also ein Namen im Netz hat ein gewisses Renommee, was er sich aufbaut. Und wenn ich das plötzlich nicht mehr bediene, diesen Namen, oder mir einen neuen Namen gebe, dann kann man genauso fragen, vielleicht hat er ja irgendwas zu verbergen. Was ist denn da los? Was läuft denn da? Also von daher entzieht man sich der sozialen Kontrolle nicht, indem man den Namen flexibilisiert. Nein, darum geht es auch nicht. Also es geht allein darum, ob die gleiche soziale Kontrolle, die eben in der analogen Welt ist, direkt, ich sage jetzt mal 1:1, übertragen werden soll in die digitale. Weil ich habe den Eindruck, dass es in der Debatte teilweise genau darum geht. Also diese eine Identität mit einer durchgängigen Biografie, so frei nach dem Motto, sowas wie ein Neuanfang darf es nicht geben, weil sonst die Authentizität bedroht ist. Das ist ein Konzept, was ich für sehr, sehr problematisch halte. Ja, vor allem wenn man, es geht ja jetzt auch nicht darum, eine Utopie aufzumachen und sagen, wir wollen jeden Menschen aus der Kontrolle befreien, sondern es geht auch darum zu sensibilisieren und zu reflektieren, in was für einer Welt leben wir, was für gesellschaftliche Konventionen haben wir, wie können wir diese auch überdenken, um uns im Hier und Heute und dem 21. Jahrhundert, an dessen Beginn wir jetzt stehen, auch anzupassen. Das so. Ist die Hauptfrage. Und jetzt wollte, glaube ich... Nein, jetzt. Ach, du bist, ja genau, sorry. Ich fand den Punkt ziemlich gut, dass wichtig ist, in welcher Gruppe man sich bewegt und dass die Gruppe bestimmte Werte und Normen festlegt. Und so ist es eben online. Da brauche ich für verschiedene Gruppen verschiedene Namen tatsächlich, weil... Ich als Einzelperson kann mir verschiedene Hüte aufsetzen, ich kann bei Piraten aktiv sein, ich kann Gewerkschaftsarbeit machen und ich kann bei Anonymous aktiv sein. Ich könnte aber nicht meinen Piraten-Nick mit bei Anonymous reinbringen. Ja, nee. Geht nicht. Ungesund. Deswegen, also... In den Feldern, in denen man sich bewegt, braucht man zum Teil auch verschiedene Namen und kann nicht alles miteinander verknüpfen, weil es ganz oft so ist, dass mein Gegenüber die Sachen, die ich politisch tue, auch nicht trennen, also nicht trennen kann, sodass ich dann trennen muss. Das ist ein ganz wichtiger Aspekt, der eben einfach wegfallen würde mit meinem bürgerlichen Namen. Das ist ganz gruselig, wenn ich darüber nachdenke. Genau, und das ist eben was einige Gruppen für wünschenswert halten und andere nicht. Und da sind wir eben auf der politischen Ebene der ganzen Debatte. Ja, und genauso denke ich, anmerken zu dir nochmal was Interessantes, dass wir auch merken, ist, wenn wir einen Blog haben, bei den Piraten aktiv sind, mit unserem Piraten-Nick immer weitere Kreise relevant werden oder hineingehen, dass dieser Nick plötzlich quasi wie dein zweiter netzbürgerlicher Name quasi wirkt. Wie Forschungstorte oder El Nerdinger ist eine gewisse Person damit identifiziert, gewisse Eigenschaften werden damit identifiziert und wenn ich jetzt plötzlich hingehen würde und irgendeinen Mumpitz verzapfe, würde es entsprechende Reaktionen geben, als wenn ich meinen Namen wechsle. Ja, genau das. Und da ist es eben auch gruppenüberschneidend. Wenn ich in der einen Gruppe Mumpitz mache und mit dem gleichen Namen in der anderen Gruppe wäre, das wäre furchtbar, weil ich dann auf die Sache gestürzt wird, weil eben nicht getrennt wird. Und deswegen, wir bauen ja eine Identität auf mit dem Namen, mit dem wir in die Gruppe gehen und deswegen auch unterschiedliche Außerdem Namen. Baust du auch selbst deine Persönlichkeit aus, indem du einfach verschiedene Rollen testest und Erfahrungen machst, die du vielleicht so schnell nicht machen kannst, wenn du in deinem normalen sozialen, dinglichen Radius unterwegs bist. Also ich würde das eher als förderlich verachten. Bin jetzt nicht sicher, hat Birgit eine Frage oder nur ein Mikro? Birgit hat, glaube ich, eine Frage. Ja, es ist eigentlich keine Frage. Es geht also um jemanden, der im Chat geschrieben hat. Es ist eine Anmerkung im Chat. Okay. Und zwar ist es allerdings ein bisschen länger, da schreibt jemand, ich halte es für unsinnig, eine imaginäre Person zu erfinden, als die man in einem gewählten Ort auftreten will und auch noch verschiedene. Wenn ich als Frau erkennbar bin und deshalb diskriminiert werde, reagiere ich doch nicht, indem ich mich jetzt Knollennase nenne. Also es geht im Prinzip darum, Diskriminierung schafft man nicht ab, indem man das Diskriminierung Verursachende verschleiert. Ja, das ist richtig.
Allerdings ist es eben ein Freiraum, in dem du einfach auch mal Diskussionen führen kannst, ohne ständig mit den gleichen Aspekten und Automatismen konfrontiert zu sein. Also das heißt, dass ich auch ausprobieren kann, was ist Reaktion auf eine These, die ich in den Raum stelle, und was ist Reaktion auf mich als Person, mein Name oder eben auch mal mein Geschlecht. Genau, gut. Ist das hinreichend? Ja, genau, das war ja nur die Anmerkung. Dann war Antje war dran. Kannst du ihr dem Mikro geben? Das ist aus. Ich finde es total nachvollziehbar, was ihr erzählt über die befreienden Möglichkeiten mit Nick unterwegs. Ich glaube, das ist immer noch ist aus. Nicht, es ist an, es ist okay. An. Also über die befreienden Möglichkeiten, die es hat, ja, mit Nick unterwegs zu sein in Bezug auf, sag mal, sozialen Aufstieg. Also wenn ich zu einer marginalisierten Gruppe gehöre, finde ich es total plausibel zu sagen, ich muss das nicht immer sichtbar machen, weil dann diese Erfahrungen möglich sind. Es birgt natürlich auch die Gefahr, dass man es andersrum nutzt. Also ich sage jetzt mal Stichwort Gay Girl in Damaskus, dass also jemand, der zu einer privilegierten Gruppe gehört, für sich beansprucht, im Namen von Marginalisierten zu sprechen. Also ich will jetzt nicht sagen, dass man das Problem lösen könnte, indem man Klarnamen einführt, das kann man natürlich nicht. Aber ich würde doch sagen, dass man da eine ethische Diskussion oder irgendeine Art des Umgangs damit braucht, dass es nicht zu uferlos wird, dass Leute aus privilegierten Schichten sich sozusagen reinschmuggeln in Kontexte, wo sie, sag mal, für die anderen sprechen. Und, ja, aber da haben wir gerade ja auch gesagt, wir müssen unterscheiden zwischen verschiedenen Räumen. Und wenn du sagst, als Sprecher einer Gruppe, da brauche ich einen höheren Authentizitätsgrad und auch eine Überprüfbarkeit, ob diese Person für diese Gruppe sprechen kann, als zum Beispiel einfach eine x-beliebige politische Diskussion in irgendeinem Forum. Also das heißt natürlich, das machen wir ja auch bei Listenaufstellung, dass wir da schauen, wer ist das, was ist das für eine Person, was steht dahinter. Da muss mehr kommen als eben nur ein paar Thesen und ja, vielleicht gute Rhetorik. Ja. Aber genau, Stichwort Sprecher, da sind wir dann eben wieder bei anderen Identifikationssachen. Ja, genau. Nick ist nicht alles. Ist genau, wobei Sprecher eben sich nicht nur, das wollte ich sagen, auf offizielle Positionen wie Listen oder sowas bezieht, sondern eben auch sowas wie ein Blog sein kann. Richtig. Ja, ein Argument, das ja auch immer noch vorgebracht wird, ist ja das mit der Integrität, also von den Klarnamensverfechtern. Und dabei ist es ja eigentlich eher so, dass wenn man ja Angst hat, oder beziehungsweise also sich frei zu entwickeln, ja, unter seinen Klarnamen, also sehe ich zumindest, dass man also da ja nicht wirklich eine integre Person wird. Also dass man eher also durch die Freiheit der Namensgebung sich ja selbst besser frei entwickeln kann, ne? Und ne, also dadurch auch eher dann integer wird. Ja, und es hat auch für mich, hat das auch viel mit, ich weiß nicht, wie es bei euch ist, auch viel mit Fantasie und künstlerischem Ausdruck auch zu tun, weil ich damit mit der Frage konfrontiert bin, ich erinnere mich das erste Mal in einer Mailbox in den 90er Jahren, wo es hieß, geben Namen ein. Und ich dachte, wow, jetzt kann ich mir einen Namen geben, klasse. Und dann habe ich wirklich 3 Stunden lang darüber gehirnt, wie ich mich nennen möchte, was sozusagen mein innerstes Ich ausdrückt, und ich den Spaß hatte, diesen Namen zu verwenden. Das hat mir sozusagen auch ein bisschen Lebensfreude geschenkt. Also, und auch eben, dass man sich damit beschäftigt, wer bin ich, was interessiert mich, was möchte ich kommunizieren. Das ist genauso, wie wenn ich vorm Kleiderschrank stehe und sage, gut, heute will ich ein Kleid anziehen, weil ich vielleicht elegant rüberkommen möchte. Oder einen anderen Tag sage, oh, Jeans und Turnschuhe, das ist es heute, weil ich einfach gerne leger, gemütlich, ein bisschen gammelig rüberkommen möchte. Und ich denke, dieser Aspekt darf nicht unter den Tisch fallen, dass es nur darum geht, irgendwelchen Normen zu entgehen oder zu entsprechen, und dann die menschliche Fantasie, jeder Mensch ein Künstler ist, sei es, wenn es ja nur sich einen Namen gibt und was dadurch ausdrückt. Das gehört für mich auch beim Namen dazu. So, aber ich würde sagen, wir waren lang da, wir haben heute noch einen langen Abend vor uns. Lasst uns rausgehen, frische Luft oder Zigarette und oder. Und ja, dann bis später. Vielen Dank fürs Kommen.